Wir wollen kein Skelett. Wir wollen keine Skeletten. Skelettonnen. Oh Mann. Zuckerrohr nehme ich mit. Also wir können uns hier... Ob das hier geht, ist aber auch schon wieder so eine enge Fläche und sowas. Oh Mann, ey. Ganz ehrlich. Das seufzt. Also das wird, glaube ich, nicht sehr viel. Weil, also ganz ehrlich, ein Bauernhof irgendwie. Keine Ahnung. Mit Getreidefeldern und Fleisch und alles zum Essen. Hier in der Nähe anzubauen, das wäre ein bisschen seltsam. Weil wir hier keine gerade Fläche haben. Ja, das ist natürlich schön. So, Hasen haben wir auch. So. Interessant, aber was wir bis jetzt haben, ne? Kleiner Screenshot hier. Ja. Wir könnten hier auf dem Berg. Nee, können wir nicht, nein. Können wir ganz ehrlich nicht, nein. Wir können hier eine Hütte im Bergbaum, was wie die dann hier raushängt. Das wäre krass. Das machen wir. Können wir machen. Tatsächlich ist dann nur noch die Frage, wie wir das dann alles regeln. Ach geil, der Ofen, die Öfen sind fertig. 8, 7, oh, 63, Mann. Schwer alles. Krass, ey. Krass, was wir alles haben. Alter Finne, ey. Ganz ehrlich, damit habe ich nicht gerechnet. So. Ja. Müssen jetzt tatsächlich mal wirklich rumgucken. Ah, ich bräuchte was zu essen. Nur noch dieses eine komische Brot, oder? Oder habe ich das schon weggesnackt hier? Habe ich weg. Das ist Steak. Altes Steak. Die Sonne ist gleich beim Untergehen. Hier irgendwelche Getreidefelder oder was hinzupflanzen ist auch nicht schön, ne. Da hinten ist Akazie. Krass. Kriegen wir sogar tropische oder eher gesagt Wüsten oder afrikanisches Holz kriegen wir. Wir könnten, wenn wir hier alles wegrasen hier, wenn wir alles hier wegfällen von Bäumen, dann können wir hier einen Bauernhof bauen. Das würde ich tatsächlich sogar machen. Wir haben den kleinen Berg da schon weggerodet, das hat ja nicht lange gedauert. Also können wir von mir aus auch hier den ganzen Wald einfach mal ein bisschen zurückziehen lassen. Wir bekommen aber dadurch wirklich eine Menge Holz, das muss euch klar sein. Wir werden das leicht dann nicht mehr alles so in den Kisten transportieren können. Tja, das ist natürlich... blöd. Ja, also ich hab da... Ja, ich weiß nicht. Vielleicht... Wir könnten natürlich auch nochmal runtergehen. Das ist kein Ding. Nur halt, wir müssen uns auch Sorgen machen mit dem Bau. Wie wir das alles
wir ja alles aufstocken, würde ich sagen, aufstocken. Gehen wir erstmal schlafen hier. So. So. Dann mal das Hühnchen hier. Ja, dann würde ich sagen, wir haben keine andere Wahl, wir roden den Wald da jetzt ab. Das wird ein paar Folgen dauern. Das wird ein paar Folgen dauern. Am besten da hinten. Die Birke nehme ich auch nochmal mit. Das kann jetzt ein bisschen dauern, ne? Aber dafür schaffen wir jetzt erstmal ein bisschen Weg hier. Wir können natürlich auch alles anzünden und brennen lassen, aber ganz ehrlich, dann bringt uns das Holz auch, dann haben wir echt kein Holz mehr. Irgendwann, dann geht uns das Holz vielleicht aus und lieber zu viel als zu wenig, ne? So ist es ja. Ach du meine. Mann, ey, ich komm da hoch. Hier hoch. Ist noch ein. Ist eine sehr hohe Akazie, sag ich hier. Schwarzeiche. Das kann jetzt lange dauern. So. So, das haben wir jetzt alles langsam. Oh. Was für Musik. Und so eine Schwarzeiche abzubauen, das dauert natürlich auch schon ein bisschen, ne? Geht ja nicht so ratzfatz und im Nu. So. Die sind meistens sehr groß und sehr, sehr, sehr lang und sehr, sehr breit. Verdammt viel Holz und ja, dafür haben wir dann gleich oder später dann in ein paar Folgen Holz für ein Bauernhofshaus. Genug Holz sogar. Und ich weiß auch schon, aus welchem Material ich das bauen werde. Und zwar aus Schwarzeiche. Weil wir davon einfach am meisten haben. Ich könnte natürlich auch sagen, jetzt machen wir ein Birkenholzhaus. Das werden wir auch noch machen. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Einen Sommersitz können wir dann auch irgendwann mal wieder basteln. Oder so einen kleinen, ja, so einen schönen kleinen Sommersitz. Am besten im Akazienwald. Und einen Wintersitz wird es auch noch geben. Jetzt will man so ein bisschen hin und her pendeln. So, ups. Hier, ja gut, jetzt können wir ja mal die ganz kleinen Eichen hier wegpflanzen. Wegernten. Da muss ich gleich nochmal eine Aufnahmepause machen. So.
hier jetzt auch nochmal. Nächste Axt. Wir verbratzen ja alle Äxte. Das ist fast schon schlimm. Ja, hat noch gepasst. So. Ja, und die Ebene ist hier natürlich auch ein bisschen klobig. So. Gleich direkt den nächsten Baum. So. Und dann haben wir es auch. Genug Holz. Naja, nicht ganz genug. Hier haben wir noch eine Eiche. So. Und dann kommt jetzt noch dieser Baum hier. Der fettige Baum. Der etwas mopsigere. So. Den haben wir dann auch. Klaviermusik im Hintergrund, so stelle ich mir ein klassisches Leben vor. So stelle ich mir ein Leben mit... Ja, keine Ahnung. So stelle ich mir ein Leben vor. Keine Ahnung. Ich brabbel wieder so ein bisschen Scheiß. Das mache ich ja immer. Das kennt ihr hoffentlich vielleicht. Wer neu ist, der lernt es jetzt kennen. So, 2 Äpfel haben wir jetzt schon. Es geht besonders schnell hier. So, ich muss mich dann aber auch wieder ins Haus begeben. Ich wollte jetzt unbedingt noch ein paar Folgen aufnehmen und das habe ich jetzt hinter mir. Das Holz lagern wir erstmal ein. Und dann werde ich mich auch verabschieden erstmal. Und das war's. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Macht's gut. Ciao.